Hey ho, meine Lieben, das ist ja schon fast wie in alten Zeiten. Das dritte Video heute. Ja gut, fast, wir haben es jetzt schon nach 12, aber nichtsdestotrotz hat mir der Stefan hier noch ein bisschen Gemüse mitgebracht und das wollte ich jetzt auch noch verarbeiten. Und was mache ich draus? Eine letzte Nacht wird schon die Art. Wollte ich schon längst einmal machen. Und ja, gehen wir rüber, legen wir los. Meine kleinen, feinen Küche. Ja, dann kommen wir mal halbwegs hier zu unseren Zutaten. Ich habe noch extra Einmachgläser gekauft heute. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche, ob die ausreichen. Die werden nachher noch mit schön heißem Wasser ausgespült. Und dann können die verwendet werden. Kann ich aber nachher nebenbei machen. Wir haben jetzt hier ungefähr die dreifache Menge von den Rezepten, was ich im Internet so gefunden habe. Keine gelbe Paprika, aber grüne und rote. Habe ich zugekriegt. Circa 1,5, 1,6 Kilo. Ungefähr dieselbe Menge an Tomaten hier, alles schon gewaschen. Dann ein Sputz Ketchup brauchen wir. Ich habe jetzt hier mal 300 Milliliter Wasser. Wäre ungefähr nach der Rezeptmenge. Bisschen Knoblauch, da darf es von mir aus auch ein bisschen mehr sein. Zwiebeln einfach mal ein paar her. Salz und Pfeffer. Edelsüßer Paprika. Ein, zwei Teelöffel Zucker. Ne, insgesamt bräuchten wir rein theoretisch für die Menge 3 Teelöffel Zucker. Und hier habe ich 90 Gramm Butterschmalz drin. Und was mache ich jetzt zuallererst? Knoblauch schälen, klein hacken, Zwiebeln schälen, klein hacken und die erst einmal in den Topf anschmuggeln und dann die Paprika entkernen, das Kerngehäuse alles raus und schön in Streifen schneiden. Die Tomaten sollten normal blanchiert werden, sprich ins heiße Wasser, dass man die Haut abziehen kann, aber ich sag's euch ganz ehrlich, da habe ich gar keine Lust drauf, da bin ich viel zu faul und mir ist es ehrlich gesagt wurscht, ob ich da nachher ein bisschen Haut mit drin habe oder nicht. Die Arbeit spare ich mir. Punkt. Ja, also, ihr wisst Bescheid, ich mache das jetzt Schritt für Schritt und zeige es euch dann, wenn ich es jeweils immer geschält und geschnibbelt habe. Ich glaube, das muss ich euch jetzt nicht antun. Wie gesagt, ich fange jetzt erst einmal mit den Zwiebeln und dem Knoblauch an, schmeiße es in den Topf rein, dann zeige ich es euch und dann geht es auch schon am Herd und dann mache ich mit dem Rest weiter. Leute, der Hammer. Jetzt habe ich bald über eine Stunde oder ich habe über eine Stunde, ja locker über eine Stunde, das Zeug geschnibbelt. Hier tue ich jetzt erst einmal den Knoblauch und die Zwiebeln anrösten. Hier hinten tue ich gleichzeitig anfangen, die Tomaten ein klein bisschen einköcheln, weil ansonsten wird das für den Topf, glaube ich, zu viel. Ja, und wenn die eingeköchelt sind, hauen wir dann vermutlich gleich einmal die Paprika mit rein. Irgendwie so in der Reihenfolge. Also eben Michi Spezial wieder oder Grillschanki Spezial. Ah ja, ich habe hier noch ein Paprika-Tomatenmark, würzig, ja, da haben wir auch noch ein bisschen was rein, wird das Ganze noch ein bisschen leckerer. Rest nachher eben ja an den Gewürzen. Aber jetzt warten wir mal, bis das hier erst einmal glasig ja angebrutzelt ist. Ich bin ja so gespannt, wie das nachher schmeckt. Tja, dann fangen wir hier jetzt mal an. Gut, das sind kleine Löffel. Jetzt geben wir noch einen dazu. Ich habe eine Tomate gefunden. Dann
hauen wir hier erst einmal noch schön Pfeffer rein. Das machen wir jetzt alles gleich einmal. Abschmecken müssen wir es ja nachher sowieso. Und hier bringe ich das Salz. Und jede Menge Paprika. Dann noch ein Sprutz Ketchup. Reicht. Da haben wir einen Schuss Wasser dazu. Oh, riecht gut. Dann fangen wir hier mal an mit unserer Paprika. Die geben wir jetzt auch in 2-3 Runden dazu. Ich glaub's ja gar nicht, das fängt ja zum Schnarchen an, während ich ein Video mache da hinten. Unglaublich, Leute, unglaublich. Aber die Cam drehe ich jetzt nicht extra um. Nein, das bringe ich dann auch nicht. So, die Tomaten köcheln auch so langsam ein. Na gut, kann man schon noch dazu tun. Ich hoffe bloß, dass ich am Schluss alles in den Topf rein kriege. Weil das wird eng. Ja, circa 10 Minuten später sind die auch schon etwas weicher. Also knapp 10 Minuten später. Und da schütten wir gleich mal was von den Tomaten jetzt mit rüber. Weil das bringt auch wieder Flüssigkeit mit rein. Schauen wir mal, wie viel wir reinkriegen. Haben wir schon alles reinbekommen? Ne, noch nicht. Aber da bin ich immer sicher, dass wir das nachher auch noch schaffen. Da hinten drehen wir runter. Da hinten schalte ich aus, Leute. Ich riskiere es jetzt einfach. Ein bisschen runter, aber gerade so. Hey. Ja, und so lassen wir das jetzt noch mindestens 20-30 Minuten köcheln, würde ich mal sagen, bis das alles richtig schön weich ist und wir das erste Mal ordentlich umrühren können, dass das wirklich eine schöne Pampe gibt. Also wie gesagt, das ist auch mein erstes Mal, dass ich sowas mache, jetzt Lecho-mäßig und einfach weiterköcheln lassen und nachher wieder nachgucke. Tja, Freunde, es blubbert und blubbert und es schmeckt schon sehr lecker. Ich habe vorher mal das Süßchen gerade probiert. Ja. Ja, ich würde mal sagen, das kann was. Ein bisschen nachwürzen werden wir nachher aber auf alle Fälle noch. Und es muss ja noch eine Weile köcheln. Oh Leute, ich habe gerade probiert. Also ich glaube, ich werde da gar nichts mehr an Gewürzen reintun. Das schmeckt schon sowas von dermaßen lecker, dass ich das einfach so lasse. Ja. Aber es muss noch ein bisschen weiter köcheln. Noch ist die Paprika zu zäh. So Leute, es wäre soweit, dass ich das Zeug in die Gläser abfülle. Jetzt ist bloß die Frage, wie, und naja, ich würde mir jetzt die Gläser nehmen und die Deckel.
werde mir immer was hier reinfüllen und es vorsichtig da reinkippen und hoffen, dass ich nicht so viel daneben kipp. Irgendwie muss das ja funktionieren. Ich habe leider keinen großen Trichter, wo ich dazu verwenden kann. Oh ja, genau das habe ich befürchtet. Tja, da muss man halt den Rand abputzen. Weil das ist ja wichtig, dass der schön sauber ist. Tja, dass Einkochen Arbeit macht, habe ich gewusst. Ach so, das hat man jetzt gar nicht gesehen. Da muss ich ja glatt hier das Ganze nochmal filmen. So. Und das Ganze nochmal. Was vorsichtiger dieses Mal. Vielleicht hat man da ja jemanden Tipp, wie das besser gehen würde. Außer mit dem Trichter. Da habe ich ja gesagt, habe ich keinen. Noch nicht. Tja, und so schaue ich, dass ich jetzt alle Gläser voll mache. Tja Leute, 5 volle Gläser und ein klein bisschen hier drin noch. Die lasse ich jetzt erst einmal schön abkühlen und ja, dann fange ich so langsam mal an mit der Schlachtfeldbereinigung hier. Herd muss abkühlen und dann kann ich den wieder schön putzen. Die Platte war vorher doch auch warm. Naja gut, ist mittlerweile abgekühlt. Ja, so schaut's aus. Tja, und ich denke, mit dem bisschen was hier werde ich wahrscheinlich gleich mein nächstes Video dann machen. Auch die Tage in kleinen Happen. Und ja, wie gesagt, es geht weiter, aber jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich hier in der Bude weiterkomme. Danke fürs Zusehen, ein freundliches Kommentar, Abo, auch für die, wo schon deabonniert haben. Es geht weiter und ja, wir sehen uns. Tschaikowski.